Was machst du hier? Und wer ist... Wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Gerade nicht die Zeit dafür. Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Mein Herr Robert von Gloucester glaubt, ich sei in Winchester. Okay. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott, ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier, in Kingsbridge. Der Bischof ist hier? Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Irgendwie... Wer seid ihr? Und was ist das für ein Kind? Wenn wir das mal wüssten. Ist es eures? Habt ihr zwar zusammen ein kleines Baby gemacht? Du bist auch nicht der Cleverste, oder? Ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Nein. Ein Name. Oder beide Namen. Los, ihr beiden. Das Kind steht unter meinem Schutz. Oh, auf einmal? Schön für dich, Mönch. Wie ist dein Name? Und tu nicht so, als könntest du nicht sprechen. Ich hab euch reden hören. Ich hab ja auch gerade schon mit euch geredet. Philipp von Gwyneth. Er ist es, den wir suchen, nicht der andere. Mönche, die sehen alle gleich aus. Wir haben dich gesucht. Bischof Walleran will dich sehen. Aha. Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof. Sie haben den Mönch gefunden. Der Bischof, sagt es dem Bischof. Geh weiter, Mönch. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Gott, ist der nervig. Lass den Bischof nicht warten. Ecce vine cum nobibus et vitium omnis oculus et vium cucurunt. Was ist denn? Was ist denn? Vium omnis tribus terrae. Wen sind wir hier? Sagt es dem Bischof. Ich hätte gedacht, ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt richtig gehe, aber ich glaube, es gibt nur diesen Weg. Was geht hier vor, Philipp? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ist ja gut jetzt. Philipp, da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Das stimmt. Remigius, Philipp wirkt bedrückt, nicht wahr? Na toll. Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Dass ihr ziemlich vertraut scheint. Soldaten haben die Priorei belagert. Besetzt? Oh, ich verstehe. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs. Du hast doch auch sowas von Kacke an den Hacken. Weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shireng vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm heraufzieht. Ich glaube, er fängt hier an. Genau hier, in Kingsbridge. Mhm. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen.
verschwiegen? Herr Bischof. Was denn? Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Ich... Spielt das eine Rolle? Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl wird in wenigen Stunden stattfinden, Herr Bischof. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Der Herr Bischof und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Prior James Rosenkranz untersuchen. Kurz räuspern. Er wurde von Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior von Kingsbridge ins Eis eingebrochen zu sein vermutet wird. Was ist denn das für ein Satz? Bis zum heutigen Tag ist James' Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird den Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstages auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass es der Teufel selbst war. Aber wer kann schon sagen, was passiert ist? Denn es war niemand vor Ort in dieser Nacht, bis auf Prior James. Philipp hat den Rosenkranz von Remigius und Bischof Wollerin im Januar 1136 erhalten. Es war ein Zeichen des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Das heißt, wir wären nicht Prior. Sehr gut. Kleiner Spoiler, nun denn, steht da drin. Worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Okay, habe ich das jetzt eben falsch verstanden? Ich glaube, worüber ich reden würde, ist... Ja? Ich bitte um Vergebung, aber ich verstehe nicht ganz. Die meisten eurer Brüder sind mit mir in dieser Sache einig. Remigius hat mit ihnen geredet. Sie werden für euch stimmen. Und ich auch. Okay. Und ich werde dich unterstützen in meinem Amt als Subprior. Ein Amt, das ihr in der Vergangenheit wunderbar ausgefüllt habt, Remigius. Ey, was haben die vor? Philipp von Gwyneth. Ihr werdet der neue Prior von Kingsbridge sein. In Demut stehe ich vor euch. Demutsvoll angesichts eures Vertrauens und angesichts der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen Kingsbridge wieder aufbauen, zu Ehren Gottes und um seiner Gnade willen. Die Verzweifelten und die Hoffnungslosen überall sollen unsere Glocken hören. Sie sollen die Türme unserer Kathedrale sehen. Unsere große Kirche wird ein Leuchtfeuer werden. Doch zuallererst werden wir selbst durch unsere Taten und unseren Glauben ein solches Licht sein. Ein Licht für die Verlorenen, die Verletzten und die Leidenden auf ihrem Weg zu Gott. Der Graf von Shivering ist nicht anwesend, wie es scheint. Nein, ist er nicht. Beschämend. Er bereitet wohl seinen Angriff auf Winchester vor. Ich hoffe, er weiß nicht, dass wir seine Pläne vereiteln wollen, Percy. Antworte dem Herrn Bischof, mein Gemahl. Nein, er ahnt überhaupt nichts. Kein bisschen. Ach so, meine klar. Männer sind bereit. Unser Sohn auch. Exzellent. Exzellent. Das wird noch richtig böse. Hier bist du. Ist alles in Ordnung? Hatte ich einen Vater? Ja. Jeder hat einen Vater. Was ist mit ihm geschehen? Er starb.
bevor du geboren wurdest. Wie kann er mein Vater sein, wenn er starb, bevor ich geboren wurde? Kinder entstehen aus einem Samen. Der Same kommt aus dem Glied des Mannes und wird in die Spalte der Frau gepflanzt. Dann wächst er im Bauch der Frau zum Kind heran. Wenn das Kind fertig ist, kommt es heraus. Okay. Warum hast du mir nie von meinem Vater... Nein, das werden wir nicht fragen. Warum hast du mir nie davon erzählt? Von meinem Vater, meine ich. Ich wollte warten, bis du älter bist. Vertrau mir. Wenn die Zeit reif ist, wirst du alles erfahren, was du wissen musst. Versprochen. Wie hieß mein Vater denn? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Sherburg. Wenn er auch Jack hieß, dann können mich die Leute Jack Jackson nennen, oder? Das stimmt. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man genannt werden möchte. Hintergrund? Was ist das? Jack, such die anderen. Versteckt euch und kommt nicht raus, bis ich es euch sage. Okay, das ist ziemlich hart von dem guten William Hambley. Er hieß Hambley, oder? Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Ganz schön abgewichster Hurensohn. Das muss man jetzt einfach mal sagen. So, was du getan hast. Dieses Mal war es nicht ganz so viel in Kapitel 4. Du wurdest zum Prior von Kingsbridge ernannt. Ich glaube fast, das wird man immer. Wallerin hat deiner Bitte Folge geleistet. Seine Verbündeten, die Hamleys, greifen Earl Castle an. Meiner Bitte Folge geleistet? Ich hab doch gar nicht darum gebeten. Oder? Hab ich das irgendwo? Ich glaube nicht. Zumindest wollte ich das nicht. Das war bestimmt irgendwo versteckt in einem ganz miesen kleinen Satz, so... Diese Rede, dass ich denn Mut und Veränderung angesprochen habe, das war wahrscheinlich denn die Bitte. Was anderes wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der Dieb, den du verraten hast, Bruder Markus, ist aus der Priorei weggelaufen. Ja, das wollte ich natürlich auch nicht. Ich habe ihn damals ja auch nur verraten, weil irgendwas wollte ich damit erreichen und es hat noch nicht mal geklappt. Also richtig scheiße eigentlich. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass wir für die Ritter nicht das Essen geklaut haben, sondern dass wir das einfach weggelassen haben. Denn das hätte uns wahrscheinlich genauso wenig gebracht, wie dass wir Markus verpfiffen haben. Ja. Scheiße. Kapitel 5. Der Mann in den Flammen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sondern? Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe ihnen gesagt, dass hier Zoll anfällt auf der Brücke. Aber die fliehen doch, oder nicht? Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Wir sind keine Outlaws. Wir kommen aus Oldcastle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind! Sie haben mein Kind getötet! Mein Gott! Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Wir haben nicht genug zu essen für sie. Wir werden sie aufnehmen. Wir können sie ja schlecht auf der Brücke stehen lassen, ne? Mein Gott, wir sind Männer Gottes. Wir werden sie aufnehmen. Philipp, wir haben nicht genug Platz. Wir werden euch alle aufnehmen. Euch alle! Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen?
Keine Ahnung, bevor aber auf der sie Brücke hätten sie kamen, auch nichts. Hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Naja, Cuthbert hat aber schon recht. Sie können wieder arbeiten. Sie können sich ja das, was sie essen wollen, können sie sich eben auch erarbeiten. Das letzte Brot, das wir haben. Oh je. Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Ich glaube, das wird auch noch böse Folgen haben, dass wir die aufgenommen haben. Genauso vermute ich aber, dass es andere böse Folgen gegeben hätten, hätten wir es nicht getan. Dies ist mein Werk. Ich habe das alles angerichtet. Ich war's. Ja, gut, aber ja nicht, dass das passiert, wollten wir ja nun nicht. Kinder ohne Eltern. Sagt immer das Gleiche. Gruppe von Flüchtlingen. Flüchtlinge bei der Mühle. Okay, wir gehen die jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Ich hoffe, das können wir. Es waren die Hermleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Die Kinder sind ganz allein. Nicht eines von ihnen weint. Ich glaube, die können auch gar nicht mehr weinen. Die sind einfach völlig, völlig unter Schock. Graf Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary, sie werden ihn hängen. Aber warum? Weil das einfach immer so gehandhabt wird. Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Danke, Vater, für eure Güte. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr für uns tun. Ach so, das letzte Brot, das wir haben. Okay, wir können noch dreimal abgeben. Wir haben aber 5 Gruppen. Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot. Ich habe es gesehen. Bitte, unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Wir geben euch überhaupt Brot. Es gibt aber noch mehr Gruppen. Kinder, hier ist was zu essen. Bitte, nehmt es. Ihr müsst essen. Hier, ich lege es hier hin. Esst, wenn ihr hungrig seid. So, und das letzte. Okay, Verletzte. Sie sagen, die Hamleys hätten Earls Castle angegriffen. Wer sind die Hamleys? Anscheinend eine große Familie von Arschlöchern. So, Punkt. Na, ich überlege nur gerade so in dieser Zeit, ne, wir haben 1136. Wenn Menschen da wirklich im Krieg verletzt wurden, dann war das meist auch ihr Todesurteil. Denn die Medizin war damals natürlich nicht ganz so fortgeschritten. Sprich, das letzte Stück Brot könnte da vergebens sein. Ich gebe das letzte Stück jetzt den hier. Also es tut mir leid, falls ich das jetzt falsch sehe, aber Dank, ich glaube, wir werden damit auskommen, solange es nur geht. Vater, ich war Bauer in Earls Castle. Ich könnte euch helfen. Ich kann arbeiten. Gott segne dich. Bitte, gebt den Leuten Erbarmen. Dort etwas. Wir haben Warum nicht ist das geschehen?
Womit haben sie das Unsere Kinder verdient? Werden in dieser Kälte Haar erfrieren. Haar. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten.